Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Mini Paradise zu einem neuen Video. Servus. Ich bin der Cello. Manu. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir stehen jetzt hier zusammen, weil es geht los. Kaiser von Brecht, falls ihr das erste Video zu dieser Videoreihe gesehen habt, als wir euch erklärt haben, was wir vorhaben, ist das jetzt der erste Akt, das Haus am Wald, aus dieser laufenden narrativen Kampagne, dessen Namen wir noch gar nicht richtig definiert haben, kommt aber später noch. Und das ist, wie gesagt, unser Versuchskaninchen. Und heute geht es auf jeden Fall los mit dem ersten Akt. Und wir sind super gespannt, ob das sich so alles etabliert, wie wir uns das gewünschen. Und wir gucken auf jeden Fall, falls wir also merken, während wir es heute aufnehmen, was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen können, dann werden wir es auf jeden Fall schon direkt im zweiten Akt umsetzen. Und natürlich ebenfalls, falls euch irgendwas auffällt, wie wir was besser darstellen, vorlesen können und so weiter, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Wir probieren das heute so einfach frei nach Schnauze, noch nie irgendwas in diesem Genre gemacht und deswegen laden wir euch einfach ein, heute den Kaiser von Brecht auf seinem ersten Abenteuer zu begleiten und das ist das Haus am Wald und wir schauen uns das jetzt einfach mal mit euch gemeinsam an, wie Manu sich Arbeit, so Arbeit. Arbeit für heute schlägt. Viel Spaß! Ja. Prolog. Hallo Herr Brecht, wenn Sie dies lesen, sind Sie endlich aufgewacht. Ich denke, Sie werden noch einige Schmerzen haben, denn der Zustand, in welchem wir Sie vorgefunden haben, war äußerst kritisch. Sie waren gar nicht ansprechbar und in große Ketten gelegt. Der Herr Lord Reliktor hatte Sie so aufgefunden und hat seinen Männern befohlen, Sie so zu entketten und die Ketten zu lösen und Sie mitzunehmen. Denn sie waren noch vorfindbar in einer Position, dass sie noch etwas Lebenskraft aufgezeigt haben. In ihnen hauchte noch etwas Leben. Und deswegen war das der Grund, warum der Herr Lord Reliktor sich entschied, sie mitzunehmen, weil die anderen 120 Insassen waren reglos am Boden. Die Chaosmeute, die hatte sich wohl alle sehr stark zugerichtet und auf schlimme Weise gefoltert. Sie haben sich gewiss gefragt, woher ich Ihren Namen kenne. Nun, die Antwort, die ist sehr einfach. Er ist in Ihrem Gürtel eingraviert. Kaiser von Brecht steht da drauf. Also, hier endet dieser Brief. Nehmen Sie sich bitte diese kleine Mahlzeit, die ich vorne hingestellt habe, zu sich und bitte melden Sie sich anschließend beim Admiral Barlus. Ja, Kaiser, du stehst auf. Du wankst durch den Raum. Es ist dir immer noch ziemlich kalt. Auf dem Weg durch die Scheune drehst du dich um und siehst, dass du auf ein paar zusammengestellten Strohballen gelegen hast. Deswegen tut dir auch scheinbar dein Rücken noch ziemlich weh. Als du deinen Blick wieder nach vorne richtest, merkst du immer noch, dass dir sehr schwindelig ist. Aber du kämpfst dich durch den Raum und du erkennst am Ende des Ganges eine Schale mit Flüssigkeit. Du gehst näher zu der Schale, nimmst die Schale auf, sie ist kalt. Aber es sieht aus wie Nahrung, so etwas, was auf dem Brief stand. Es könnten kleine Kartoffelbröckchen auch in dieser Mahlzeit schwimmen. Die erste Entscheidung, Kaiser, möchtest du die Mahlzeit zu dir nehmen? Ja, ich habe ziemlich einen Hunger. Du hast ziemlich einen Hunger. Dadurch erhältst du nun deine vollen Lebenspunkte und startest das Abenteuer mit 5 Leben. Hui. So ist es nun, dass du die Tür aufmachst und die Scheune verlässt. Du stehst draußen und eine Handvoll Menschen laufen ganz wild und panisch umher. Einige von ihnen sind bewaffnet. Einige sind Bauern, die scheinbar Vieh umhertreiben. Andere wiederum stellen sich an die Bäume und sammeln etwas Holz fürs Lagerfeuer. Dieser Ort hier, sofern man überhaupt von einem Ort sprechen kann, umfasst vielleicht in Summe 6 bis 7 Gebäude. Sie sind wahllos nebeneinander gestellte Hütten, als statt irgendwie eine Stadt erinnern oder an ein großes Dorf. Direkt gegenüber befindet sich sogar eine verbrannte Ruine. Sie ist irgendwie auf eine bastialische Art und Weise abgebrannt worden. Wer weiß, ob das nur ein Feuer war.
Du möchtest dich weiter unten sehen und die Gegend erkunden, weil sie dir einfach unbekannt erscheint. Du warst hier noch nie. Schon packt dich jemand am Arm. Hey, du da! Du sollst dich bewegen und dir nicht die Gegend und die Welt anschauen. Du bist nicht zum Spaß hier. Die nächste Frage, die dir gestellt wird, möchtest du ihm folgen oder nicht? Ich folge ihm. Du folgst ihm. Du folgst und gehst anschließend diesem Soldaten oder wachenden Soldaten hinterher. Und ihr geht schleunigst auf die andere Straßenseite. Dort siehst du jemanden einer goldenen Rüstung stehen, auf einem berittenen... Sowas hast du noch nicht gesehen. Es sieht wie ein großer Vogel aus. In goldener Rüstung. Ach, er ist endlich erwacht, ruft dieser Mann auf diesem Vogel. Ein weiterer ruft, ach, das ist also der große Kaiser, der endlich aus seinem Traumland zurückgekehrt ist. Dieser Mann, der das gerufen hat, war weniger prunkvoll gekleidet. Mensch, Portos, lass es doch mal gut sein, ruft der goldene Mann. Viele Männer beginnen zu lachen und hauen sich auf die Schulter, als sie dich angucken. Du fühlst dich grundlos schlecht. Die Männer sind irgendwie komisch und irgendwie boshaft. Und sie schauen dich auch sehr herablassend an. Was hast du wohl Schlimmes vollbracht? Dein Gedächtnis ist leer. Du versuchst dich zu erinnern, was passiert sein kann, dass du an diesen Ort gelangt bist, aber du kannst dich ab gerade irgendwie an gar nichts erinnern, was passiert sein kann. Du kannst dich eher an einen guten Abend erinnern, wo du mit einem schönen Wein an der Küste saß und hast die Sonne angeschaut, wie sie am Meer untergeht. Aber wie du jetzt auf einmal in diese Situation gelangst, ist dir völlig ungewiss. Dein Kopf dröhnt. Bei dem Versuch, irgendwelche Gedanken zu sortieren, schmerzt alles. Du schaust dich erneut um. Hier sind gar keine Mauern, gar keine Zäune, keine Barrikaden. Also es ist kein Gefängnis, wo du bist. Solltest du wegrennen? Könntest du schnell genug sein? Möchtest du die Flucht versuchen? Nein. Nein. Dann gehst du weiter schnurstracks auf den Mann in dieser goldenen Rüstung oder in diesem greifartigen Vogelwesen zu. Hallo Kaiser, sagt dieser Mann. Ich bin Admiral Valos. Ich befehlige diese nichtsnützige Truppe hier. Er bewegt sich zu dir rüber und guckt dich ganz genau an. Nach meinem Gefühl schon etwas zu lange. Ich bin schon zu lange mit dieser Truppe unterwegs. Naja, lassen wir das. Nun gut. Wenn ich mir dich genau so ansehe, glaube ich, dann bist du doch fit genug. Fit genug wofür? Fragst du zurück. Naja, fit genug, um mir zu helfen. Wir haben dich ja deswegen auch mit dir hergenommen. Der schlägt dir deswegen mit einem kräftigen Schlag auf die Wange. Und du schaust und schaut dir dabei, er schaut dir dabei tief in die Augen. Dann sag ich's mal so, willkommen in meiner Einheit, Soldat. Ich bin hierher geschickt worden, weil mir scheinbar ganz komische Geräusche aus den naheliegenden Wäldern kommen. Wenn du mich fragst, sind das eh nur ein paar lausige Bauern, die mit den Wölfen oder Wildschweinen in der Umgebung nicht klarkommen. Ein Bauer, der auf der Straße eine schwere Schubkarre voller Getreide langzieht, ruft, mein Lord, hier waren nicht nur komische Geräusche im Wind, hier waren auch ganz komische Gestalten nachts in der Gegend. Das waren keine Wildtiere. Darauf antwortet der Valos erneut. Sei ruhig und fahr deinen scheiß Karren weiter. Ich habe echt keine Lust, mich mit solchen Kleinigkeiten hier zu beschäftigen. Ich habe viele größere im Sinn. Diese Hütte, die sie hier hingestellt haben, haben sie bestimmt auch selber abgebrannt, nur damit sich irgendeine bescheuerte Truppe auf den Weg hierher macht. Valos geht zwei Schritte vorwärts, packt sich ein verrostetes altes Schwert und wirft es dir zu. Hier, das ist ein Geschenk für dich. Falls du noch mehr willst, musst du erstmal mehr verdienen. Wir fangen also klein an und ich wüsste noch nicht, warum ich dir mehr geben sollte. Also mach dich etwas nützlich für mich. Auf der anderen Seite des Waldes steht ein Haus. Scheinbar wohnt eine sehr bekannte Familie aus der Umgebung da. Und ehrlicherweise habe ich keine Lust darauf, dass uns die verloren geht. Also habe ich die Aufgabe bekommen, die Familie zu sichern und zurück zur Stadt zu bringen. Geh für mich dahin. Bring mir die Leute zurück durch den Wald. Und dann können wir morgen wieder aufbrechen Richtung Stadt. Du bedankst dich für das Schwert. Entschuldigung, Admiral, aber kann ich kurz erstmal ein paar Fragen beantwortet bekommen? Wieso bin ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist mit mir passiert? Langsam, langsam, mein Junge. Vieles weiß ich auch nicht über dich. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass du in Gyran bist, in dem Rien. Und die nächste Stadt, die in der Umgebung ist, ist Bornheim. Und alles Weitere, was dich anbelangt und was wir mich rausfinden können, machen wir erst, sobald du hier mit deiner Aufgabe fertig bist. Und dann können wir uns heute Abend bei einem Glas Bier oder Wein hinsetzen und dann können wir uns unterhalten.
Überledige den Job für mich und dann sehen wir mehr. So, das ist die grundlegende Geschichte. Und schon macht sich Kaiser von Brecht auf den Weg. Auf den Weg in, oder beziehungsweise erstmal durch den Wald. Als er sich umdreht und losmarschiert, ruft Admiral Barlos hinterher. Moment, Moment! Alleine wollte ich dich doch nicht auf die Reise schicken. Hier, nimm dir zwei meiner Handlanger, such dir ein Pärchen aus und die sollen dich begleiten. Die beiden kann ich auf jeden Fall entbehren. Und falls du es nicht schaffst, dann habe ich halt zwei gute Menschen zwar mitgeopfert, aber ich glaube, ich mache hier alles richtig, weil ganz alleine ist es für dich, glaube ich, doch vielleicht zu gefährlich. Welche zwei möchtest du nehmen? Möchtest du die beiden mit ein bisschen defensiver oder offensiver aus? Ich nehme die defensive Variante. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend wieder zurück. Viel Erfolg und enttäusch mich nicht. Wir haben jetzt erst noch hier provisorisch einen Zettel, weil wir haben jetzt fürs nächste Mal dann auch ein richtiges Heldendokument als Warscroll-Dokument. Wir testen hier nur kurz was mit. Hier seht ihr auf jeden Fall das Profil vom Kaiser. Man durfte bei seiner Charaktererstellung auch ein Talent auswählen. Du hast dich für die Finte entschieden. Mhm. Das heißt, du hast immer einen Hit, 1 Reroll. Und hier drin natürlich sein Kurzschwert, was ihr jetzt eben bekommen habt. Das heißt, wir werden auch immer die aktuellen Bewaffnungen und so weiter, die der Manuel bekommt oder der Kaiser bekommt, auch immer hier dokumentieren. Und genau deswegen haben wir so eine so eine richtige Warscroll-Karte, wo wir auch so kleine Karten nehmen, die dann benutzt werden für die neuen Items, Talente oder Sachen, die in Inventar gehen. Das gibt es hier auf jeden Fall nämlich auch. Direkt um die Kurve rum fällt dir auf, dass der Wald hier Äpfel oder Birnen oder andere Früchte trägt. Du kannst es noch nicht richtig identifizieren, weil sich deine Augen täuschen. Deswegen musst du jetzt eine Suchprobe ablegen. Für diese Suchprobe wirfst du jetzt einfach 2W6 und addierst das Ergebnis. Ja, ich hoffe, eine schöne hohe Zahl. Das ist eine 6. Du findest in dem Baum einen leckeren Apfel als Inventar. Sehr lecker. Das ist unten drunter sogar. Kannst du vorne drauf geben. Ja. Den kannst du in der Zwischenpause mal benutzen und essen. Der gibt dir einen Lebenspunkt. Ui. Als ihr den Weg entlang geht, fallen euch drei Vögel auf, die scheinbar entweder den Weg versperren oder du könntest vielleicht auch decken, dass sie Späher sind oder Informationen übermitteln. Wenn du jetzt eine Wachsamkeitsprobe ablegst mit 2W6, bitte? Ja. Eine 3? Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Du bist fasziniert von den Vögeln und versuchst sie zu deuten, was sie da zu tun haben. Währenddessen plötzlich ereignet sich folgendes Spiel. Die Vögel fliegen weg und deine Gruppe gerät in einen Hinterhalt. 6 tollwütige Chaoshunde verstecken sich in den Wäldern. Und da du die Probe nicht geschafft hast, bist du unachtsam. Und somit beginnen in diesem Szenario nun die erste Kampfrunde, die Chaosrunde. Folgendes Szenario seht ihr nun. 6 Chaoshunde haben sich hier versteckt in den Wäldern. Und hier drüben ist auch einer. Und die beginnen jetzt in ihrem Zug mit ganz normal Bewegung und Charge und so weiter. Die Chaoshunde haben sich 10 Zoll ran bewegt und attackieren mit... Und die zwei bewachen. Und die zwei bewachen, die kommen im zweiten Zug, weil es eine enge Gasse ist. Das heißt, wir haben jetzt schnell die Charge Rolls für die Chaoshunde. 2 Stück. Der ist nur eine 8. Immer an das erste Ziel. Die werden jetzt natürlich wie so eine KPI gesteuert. Oder Charge so den Baum gefällt. Oder? So ein schwerer Eber ist das. Jawohl. Ja, jetzt werfe ich die hohen, ne? Yep, der geht auch daran. Und die anderen beiden. 6 ist auch und... Und waren einzeln. Ja, einzeln, die andere auch. Keine. 6, okay. Der Manuel muss ja selber die Charge Wolf eigentlich machen. Eigentlich würde ich das gerne machen. Oder jemand, aber wir müssen natürlich jetzt erstmal zu zweit hier klarkommen. Gut, dann haben wir die Charges und jetzt kommen wir in die Combat Phase. Und es beginnt der, der zuerst gecharged hat. Das ist der? Jawohl. Der erste Chaoshund attackiert den Liberator hier vorne mit dem Schild. Der hat 2 Attacken auf die 4 auf die 4. Beide getroffen. Oh. Und beide verwundet. Das glaube ich nicht. Jawohl. Kein Rent, ne? Kein Rent. Dann habe ich einen 4er, 1er Reroll. Brennt. Ja. Und ich
wäre beide mit meinem Schild. Beide abgesaved. Schild hat auf Stand gehalten. Wahnsinn. Wie heißt nochmal ganz kurz der Chibi? Admiral Barlos. Für Barlos. Du darfst zurückattackieren mit. Oh, sind nicht die anderen dran? Nein. Ich darf jetzt entscheiden, wen ich dann von den Einzelnen nehme. Ja. Dann möchte ich gerne Kaiser van Brecht auf den hier schlagen. Jawohl, jetzt mit allen Attacken. Kann ich alle vier, ne? Ich darf, darf nichts einzeln oder was. Doch, könntest du machen, du kannst auch 2-2 aufteilen. Oh ne, ich mache alles auf einen. Auf die 4. Einzel wiederholen, habe ich leider nicht. Und auf die 4. Mit einem Treffer. Jawohl, die haben 6er Safe, ein Hund. Was er nicht macht, deswegen stirbt der erste Hund schon. Haben die nur ein Leben? Die haben nur ein Leben. Oh, da hätte ich doch aufgeteilt. Okay. Dann attackiert der nächste Hund, der attackiert den Kaiser höchstpersönlich. Vorne in der Mitte der. Keines. Okay. Dann schlägt der hier. Kann ich mir aussuchen, auf wen ich da gehe? Oder auf das nächste Modell. Ganz normal AOS-Level. Der hier ist nicht. Den Maßstab brauchen wir. Jawohl. Mit 2 Attacken auf die 3. Auf die 3 treffen die. Ja, und verwundet auf die 4. Ui. Ja, der trifft. Trifft und verwundet. Das ist auch ein 6er Save für den Chaoshund. Nein, dann ist er auch schon weg. Oh, dann hab ich jetzt schon mit beiden attackiert. Und der letzte Liberator darf auch noch. Nochmal 2 Attacken auf die 3. Auf die 4. Nein. Nein. Er ist ausgewichen. Es sind nur 2 Chaoshunde gestorben. In diesem Szenario müssen die Feinde immer Muttests bestehen, sofern sie die Hälfte der Anfangsstärke verloren haben. Es sind nur 2 gestorben, das heißt, wir kommen in eine neue Kampfrunde und du beginnst die Kampfrunde. Ui. Dann, weil ich ja noch volle Leben habe, esse ich nicht meinen Apfel, sondern hau mit Kaiser van Brecht drauf auf den Wolf auf die 4. Einser wiederholen wegen meiner Finte. Das lohnt sich. Ja, und auf die 4 eine. Vielleicht reicht es ja. Safe, nicht geschafft, der Hund ist auch schon weg. Dann attackiert der hintere jetzt nochmal auf den Liberator. Auf die 4, eine und auf die 4. Jawohl, oh, er hat getroffen. Komm, das Schild muss standhalten. Das jawohl, hält spannend. Die Würfe sind hervorragend. Für Barosch, ne, wie heißt er? Barlos. Barlos. Wie der Lustmensch. Barlos. Der Lustmensch. Für Barlos. Dann darfst du. So, mit der Liberator hat sein Schild weggezogen und probiert ihn jetzt mit dem kleinen Schwert zu pieksen. Auf die 3 und jetzt auf die 4. Nein, hat nicht getroffen. Kam nicht durch. Darf der ganz normal peilen? Ja. Sein Weggefährte probiert ihm zu helfen und schlachtet drauf. Los für Barlos. Jawohl. Beide. Und er macht den Achillessprung und trifft mit ein. Jawohl. Und den 6. Die schaffen oh, die. Oh, der weicht ihn richtig aus und sagt. Jawohl. Und die müssen aber jetzt leider sogar schon, weil sie so schnell 3 schon ausgeschaltet wurden, einen Battlestruck-Test machen. Und sie haben noch 3 Modelle übrig, haben einen Mut von 4. Das heißt, sie haben in dieser Runde einen verloren. Ja. Das heißt, über eine 3 bin ich noch sicher. Jawohl. Okay. Dann hast du. Bewegen sich die Hunde 10 Zoll dran. Und die attackieren den Kaiser. Müssen die nicht mal chargen? Ja, die müssen chargen. Machst du? Der erste Charge ist dran und der zweite Charge ist auch dran. Boah, der würfelt gut. Jawohl. Dann kommt der erste, der auf den Kaiser attackiert mit keinem Treffer. Das findest du aber nicht so gut. Nee, grün und gelb ist nicht so gut. Das ist eine neue Runde, ne? Das ist eine neue Runde, ja. Dann probiert der Kaiser auf den anderen zu schlagen. Jawohl. Das ist der Mann auf die 4. Einser wiederholen wegen der Finte. Jawohl. Und auf die 4. Leider nein, er hat nicht getroffen mit seinem verrosteten Kurzschwert. Dann hier unten der Wolf auf den Liberator mit einem Treffer und einer Verwundung. Ui. Kommt wieder das Schild. Komm, Sigis Schild. Jawohl, das hält wieder stand. Die sind so stark, die Begleiter von Barbus. Und braucht keine Verluste. Ja. Dann dreht er sich rum und probiert ihn zu zerschmettern. Auf die 3. Nein, trifft nicht. Und der letzte auf den Kaiser. Jetzt hau doch mal. Eine. Brennt. Eine. Mit 6er Safe. Sein T-Shirt Safe. Ah, dann haben wir einen Schaden für den Kaiser. Einen Schaden für den Kaiser. Schwere Verwundung. Geht er runter auf 4. Jawohl. Und dann der andere Liberator. Probiert. Jawohl. Komm, für Barlos. Treff. Dann beide. Verwunden. Komm auch nochmal. Entschuldigung, schlechter Wurf. Hier brennt's. Nein. Dann haben wir wieder Kampfende oder Rundenende. Diesmal muss ich wieder, ich habe 50% verloren, den müssen wir wieder testen. Aber jedes Mal musst du testen. Ja, aber ich habe ja diese Runde verloren. Das heißt, nur über eine 4
Eine 6, dann laufen zwei Wölfchen weg. Ja. Die beiden vom Kaiser machen den Rückzug durch den Wald. Hauen sie ab. Und nur eine, der umzingelt ist durch die Liberator, der muss noch standhalten. Und in der neuen Runde beginnst du sogar. Ja, ich esse meinen Apfel. Darf ich ja nicht. Darfst nur eine Pause machen. Nicht in der Kampf, nicht im Kampf. Okay. Nee, nee, da kann er jetzt nicht mittendrin im Kampf stehen. Ein Apfel machen. Der macht sich jetzt einen Apfel, den macht er schon dann. Okay, dann probiert er zu schlagen. Auf die 3. Oh, Doppel 6. Auf die 4. Ohne verwundete Einheit. Das muss reichen. Komm. Und es reicht auch. Ups. Dann ist der letzte Wolf erledigt. Und die Liberator, wow, sogar der eine mit dem ganzen Schild hat immer standgehalten. Ja. Für Balus. Hut ab. Und schon ist die Gruppe um den Kaiser und den zwei Gefolgsleuten hier schon etwas angegriffen worden, hat aber nur eine Wunde erlitten. Das heißt, du könntest jetzt die kurze Pause nutzen nach dem Kampf und wenn du möchtest, den Apfel zu dir nehmen. Ja, ich stärke mich erstmal. Du stärkst dich erstmal. Kaiser muss man Apfel essen. Esse ich sehr gerne. Dann Pink ist Lady. Ach nee, man darf ja nichts sagen. Pink Lady. So, die Reise ist natürlich, hat natürlich einiges in Anspruch genommen. Du bist schon über 2 Stunden unterwegs. Den einen Apfel hast du hier zu dir genommen. Wenn du möchtest, könntest du dich sogar noch schlafen legen oder ausruhen, sobald halt doch mehr Stunden verstreichen. Dann könnte ich aber nur bestimmt Leben regenerieren. Dann kannst du nur Leben regenerieren. Nee, ich ziehe weiter. Du ziehst weiter. Dann den Apfel gegessen, einen Lebenspunkt bekommen. Dann darfst du jetzt noch einmal in der Umgebung eine Suchaktion ausnutzen und einen Test machen mit einem W6, einem nur. Was muss ich schaffen? Komm, mein Schatz. Eine 2. Und nachdem du die Blätter ein bisschen von einem Baumstamm zur Seite geschoben hast, entdeckst du ein kleines Wurfmesser in dem Laub hängen. Jawohl. Und deine erste Fernkampfwaffe wird dir hinzugefügt auf dein Profil. Das ist ein Wurfmesser, was du 2 Attacken hast mit 4-4, kein Wucht und einen Schaden. Aber und, kannst du immer nutzen. Und Reichweite? 8 Zoll. Das ist nicht so weit. Nö, ist auch in Ordnung. Somit setzt sich nun die Reise zum Haus fort. Gestärkt schreitet ihr nun durch den Wald voran auf der Suche nach dem Haus. Und nachdem ihr einer Kreuzung ankommt, beziehungsweise einer Kurve im Wald, erblickt ihr das Haus von der Ferne und erkennt nun, dass sich das Haus mit den Bewohnern in einer äußerst schlechten Situation befindet. Nämlich direkt vor euren Augen seid ihr live oder in dem perfekten Zeitpunkt angekommen, als gerade ein Überfall von wilden Tiermenschen auf die Bewohner des Hauses oder die Familie stattfindet. Du musst nun testen wieder, ja, wie schnell ihr unterwegs seid auf 2W6. Komm, für Siggi. Ja, eine 6. Ist nicht so gut. Das reicht nicht. Und es bedeutet, dass die Tiermenschen hier hinten beginnen mit dem Überfall anfangen. Hier nochmal. Willst du woanders würfeln? Der Blick. Oh. Wir spielen jetzt von hier aus, ja. Du darfst, hier hinten kommt er. Der Kaiser ist angekommen. Allerdings ist deine Aufgabe, ja, mindestens einen zu retten und nach Hause zu eskortieren. Mhm. Und aktuell befinden sich 8 Bewohner, 8 lebende Menschen hier. Mit einem Leben? Alle ein Leben, ja. Einen musst du nach Hause bringen. Der Kampf beginnt und der Kaiser mit seinen angehörigen Soldaten kommen da hinten, nur sie waren eben nicht so leise wie von Manuel gewürfelt. Die Vögel schreien auf, sie erblicken wie Eindringlinge, die den Überfall stören und fliegen, um eine Barriere sich aufzubauen, um keinen durchzulassen. Und die Tiermenschen brüllen laut auf. Und ein Brüllen aus dem Wald, weit weg von hier, erwidert. Da die Bewohner des Hauses ja von Manuel gerettet und dann nach Hause eskortiert werden sollen, spielt Manuel natürlich die Menschen ebenfalls so, als ob sie zu seiner Armee gehören. Und wir beginnen mit der Bewegungsphase und der Ungo Raider hier vorne zieht ran,
Chaoshund. Die Bogenschützen gehen in Position. Der Bestjäger geht nach vorne. Und hier vorne haben sie die Problemzone erkannt und sie sehen andere Bewaffnete aus dem Hinterhalt kommen und versperren ihnen den Weg. Und hier vorne haben wir noch einen Chaoshund, der hier vom Felsen runterspringt und der Ungo Raider zieht sich ein bisschen weiter zurück, weil sie ja mit ihren Kurzbögen bewaffnet sind. Wir kommen in die Schussphase und beginnen. Der Ungo Raider, der sich hinten in dem Wald versteckt, zielt auf diesen Bewohner hier. Ah, Hilfe! Er trifft leider nur auf die 4. Und verwundet auf die 4. Jawohl! Das, gute Würfel. Das ist ein 6er Safe. 6er Hose. Für den Bewohner. Nein. Da geht der erste schon. Ah. Au! Der zweite Schütze hier vorne. Schieß aber die 4 bitte Typen weg. Mein Schwert. Schießt auf den Musketenschützen. Auch mit der 4. Oh, oh, der trifft nicht. Dann haben wir den nächsten. Oben in die, ja, in die Ziegeln rein. Der Schütze hier auf den Armbrustschützen. Auf die 4. Nein. Und der letzte Schütze hier oben, der peilt den Kollegen hier vorne an. Auch kein Schütze diesmal. Langsam. Auf die 4. Nein. Okay, das waren alle Fernkämpfphasen. Dann chargen wir mit dem Chaoshund. Oh, und er springt mit Gewalt vorne auf den Armbrustschützen drauf. Der Ungor Charge. Boah, was sind denn das für Würfel? Auch hier vorne rein. Und der Bestigorm folgt dem Ruf. Geht hier vorne rein. Jetzt habe ich Angst. Der Chaoshund darf noch. Mit einer 4 reicht das ebenfalls. Die hier. Deine fehlt noch. Oh. Der? Mhm. Oh ja. Vielen Dank. Der Ungerade hier vorne charge auch noch rein. Mit einer 4 reicht das auch für den Musketenschützen. Und der Nahkampf beginnt. Habe ich Abwehrfeuer den? Nein. Der Chaoshund hier vorne zuerst auf den Armbrustschützen. Mit zwei Attacken, die beide treffen und verwunden auf die 4. Eine. 6er Höschen. 6er Höschen. Darf ich auch mal eine 6? Nee, da geht der nächste down. Und der Ungo Raider hier. Spiel schwer, Schwierigkeitsstufe sehr schwer. Ja, der Ungo Raider, der trifft auf die 5 mit seinem Schwert. Jawohl. Du lieber Himmel. Und verwundet auf die 4. Ja. Das sind gute Würfel, du. 6er Höschen. Nö. Nee, da geht schon die nächste. Die erste Kante hier vorne ist schon weg. Übrigens habe ich gerade mit 2 hintereinander. Da gehen du doch erstmal. Hast gar nichts gesagt. Ich dachte, du hast hier Eid und Deepkin. Also, nein, nein. Du hast jetzt im 2 den Ball zuerst erkennen. Das hier ist ein Nahkämpfer, der hat auf die 4-4 und der hat einen Fernkämpfer auf die 5-5. Ja, immer eine Attacke. Und der Bestie hat 2 Leben, was? Der Bestie hat auch nur ein Leben. 4er Safe. Ja. Komm, dann schlage ich auf den. Mhm. Auf die? Nee. Nein. Und der macht andere auf die 5, ne? Auf den Chaoshund. Jawohl. Okay. Mit seinem Dolch. Nee, das wurde nix. Dann gehen wir über. Der Ungor Raider hier oben versucht es ebenfalls auf das die 5. Das ist ein normaler Gor. Das ist ein Ungor. Das ist ein normaler Ungor. Dann dieser Chaoshund hier auf den Armbrustschützen. Ein Treffer, eine Verwundung. 6er Höschen? Nö. Nein, da geht der nächste down. Das war er hier, ne? Mhm. Und danach noch der Bestigor. Mit 2. Kann ich nicht jetzt mal peilen? Hm? Kann ich nicht jetzt mal peilen? Du? Ja. Die dürfen auch noch, stimmt. Ja, darfst du auf jeden Fall. Wir hatten noch nicht gemacht hier. Der Bestigor noch nicht. Dann machen wir erstmal. Und er hat 4-4. Der hier, der hat 2 Attacken. 4-4, ja. Kann ich aufteilen? Ah, der ist schon gleich weg. Oh, oh. Geht jetzt der Chaos. Jawohl. Da geht der Chaoshund mit 2 Treffern. Kein gemacht. Ist der Chaoshund hier Geschichte. Ja. Und dann darf nur noch der Bestigo. Ja. Der schlägt auf den Soldaten vor sich. Mit keinem Treffer. Gott sei Dank. Ui, mit seinem großen 2er Segel, der daneben. Dann peilt der Schütze hier. Jawohl. 5. Nein. Hast du noch was? Nee, das darf nur noch der 2. Schütze. Nehmen wir den nochmal, dein 1 gewürfelt? Nö, überall nicht. Okay. Damit endet die Kampfrunde. Und wir machen mal die ganzen. Hier war es schon ein blutiges Massaker hier. Oh, oh, oh.
Eins, zwei, wie hast du ihn verloren? Schon vier Stück? Ich muss einen Kampf machen, was? Nee. Okay. Die sehen, dass ihr kommt und freuen sich auf die Unterstützung. Und dann haben wir Rundenwechsel. Das wird ganz schön schwer, oder? Kaiser von Brecht ist dran. Mhm. Was habe ich denn so eine Bewegung eigentlich? Du hast eine... Ein Fünfer-Move. Ganz solide Fünfer-Move. Ja, ich bin komplett abgesperrt. Ich kann nicht irgendwo hier lang irgendwie... Doch, du könntest natürlich da mit dem Vogel rechts vorbeigehen. An die vier Vögel... Achso, die Vögel allerdings, wenn man innerhalb von einem Zoll von dem Vogel geht, fliegt er weg. Ist ja kein, der hat ja, kein, ja. keine Wurstkohle. Können die sich trennen? Ja. Du kannst aufteilen, wie du möchtest. Okay, und die Liberators haben auch einen ganz normalen 5er-Move von. Jawohl. Der Kaiser geht mitten durchs Herz. Der Kaiser muss nach vorne. So, hier. Der ist ja im Nahkampf gebunden, hier passiert nichts. Ja. Dann darfst du noch Fernkampf jetzt erst machen. Ich schieße jetzt einmal mit meinem Wurfmesser und zwar auf den Bestigor. Auf den Bestigor. Jawohl. Auf die. Sind es zwei Attacken? Ich weiß gar nicht. Plus zwei Attacken. Zwei Attacken auf die vier. Nö. Nee. Nicht getroffen mit dem Messer. Nee. Dann darfst du aber noch weiter schießen. Ja, der Muskete, was trifft die? Muskete trifft auf die vier, auf die drei. Muskete? Nein. Und der andere? Mhm. Vier. Andere Muskete? Nein. Nein. Die wollen nicht. Nee, die wollen nicht. Hier haben wir noch zwei Nahkämpfer. Ja. Das heißt, deine Fernkampfphase ist durch. Und du darfst chargen. Der Kaiser vom Recht mit einer 8. Die Vögel gehen weg. Die Vögel durch. Fliegen jetzt weg, wenn man reingeht. Yep. Okay. Mit wem gehst du in den Nahkampf? Hier rein. Mhm. Und die Liberators, eine schöne 12 jetzt. Eine 10. Ich muss der Taktikfuchs da hinten. Ich muss ja meine Bürger unterstützen, aber... Würfel ich für die Einzel? Ja. Und der andere... Mhm. Das war nicht so clever. Ein 4. Der kommt gerade so da rein. Der kommt gerade so da rein. Dann beginnt der Nahkampf. Ja. Der... peilt hier rein. Der ist näher. Mhm. Und zwar zwei Attacken auf die vier. Ist das richtig, dass ich mit dem machen kann? Ja. Ja. Okay. Nein, nicht getroffen. Okay. Boah, jetzt ist die Qual der Wahl der Beastmen. Die sind aber natürlich ein bisschen anders unterwegs. Dieser Chor hier dreht sich um, attackiert deinen Liberator. Ein Attack auf die vier? Nein. Dann schlägt der Schwertkämpfer auf den Bestigor. Mhm. Eine Attacke, was war das? 4-4. Ja. Nee, hat leider nicht getroffen mit einer 2. Und der Ungo auf den Liberator auf die 5. Nein. Dann schlägt der Schütze auf den Wolf mit einer 5. Nein. Der Bestigor versucht hier vorne auf den Schwertkämpfer mit 2 Attacken. Auch nicht, oh, die Bestigor sind aber dünne. Ja, dann schlägt Kaiser von Brecht mit 4 Attacken auf den Bestigor. Mhm. Oh. Eine. Muss schicken. 4er Safe für den Bestigor. Ah. Der ist safe, der bleibt stehen. Jawohl. Und der Gor auf den Kaiser. Oh. Entschuldigung, der hat nur einen Attacker, aber die trifft. Unverwundet, nicht. Ach, die haben wir mal gehört. Der letzte Schütze auf die 5. Ja. Ja. Und dann auf die 5. Ich glaube, die haben 5-5, ja. Hier unten, den hast du auch noch, ne? Ne, den habe ich schon gemacht. Den hast du auch schon gemacht? Ich bin da durch. Den hast du auch schon? Ja. Wen habe ich noch? Den Bestigor auf dich zurück? Nee, der kann, hat ja auch nicht getroffen. Doch, ich hatte den gemacht. Mhm. Der Bestigor auf den Kaiser? Nein. Ganz dünn. Ich habe noch den Liberator. Auf dann den, von den auf den. Auf den Ungor. Auf die 3. Jawohl. Hoppala. Und auf die 4. Nein. Mensch, da passiert ja richtig viel. Passiert ja richtig viel Action. Gar keine Tod. Der Letzte, der noch zuschlagen kann, ist, glaube ich, er hier. Auf die 5. Auf die 4. Nein. Du hast ja noch unten die ganzen. Die hier? Die hast du. Den habe ich schon. Den hast du auf jeden Fall noch. Den noch. Den, ich habe den zweiten Liberator noch. Mhm. Auf die 4. Nein. Mann, ich habe keinen Schaden gemacht. Dann der Chaoshund. Auf deine Schützen. Einer. Nein. Und der letzte Ungo auf den Nahkämpfer auch nicht. Haben wir keinen Schaden gemacht. Das war auf jeden Fall der, ein Riesen abtasten und miteinander kuscheln.
Dann ist wieder eine Kampfstunde vergangen und wir kommen in die nächste Kampfrunde. Mal gucken, ob es jetzt hier genauso zugeht wie vorher. Das heißt, die Ungors bewegen sich ein bisschen hier und tasten sich ein bisschen ab. Und jetzt schießt er mit einer vollen Ladung auf den Liberator. Auf die 4. Auf die 4. Nein. Diese hier hat auch seine Augen auf den Liberator gerichtet und versucht es auch auf die 4. Nein. Der letzte Liberator, dem reicht es, der schießt auf diesen Schwertkämpfer hier. Auf die 4. Nein. Ganz schlechte Schussphase. Die Kollegen bleiben stehen. Und wir kommen in die Nahkampfphase. Es gibt keine Charges und im Nahkampf beginnt hier vorne der Ungo-Raider mit auf die 5. Nein. Ich schlage mit dem Schwertkämpfer auf den Bestigo. Auf die 4, ne? 4, 4, ne? Nein. Der Bestigo hier auf die 4. Auf die 3. Oh. Beide mit Rent minus 1. Das heißt, der hat Rent was. Der hat Rent 5er für dich. Oh! Stand. Der will. Der will. Ein heroischer Save vom Bessigor. Jawollo. Dann steckt der auf den Typen. 4-3 oder 4-4. Wer ist dran? Der hier? Den hier mit. Oh ja. Ich nehme mal alles mit hier. Ja. Den auf den. Auf den Ungor? Auf die 4-4, ja. Nee. Nee, macht er. ganz dünne. Er schlägt zurück und zeigt sich. Ich hab doch gerade gestärkt. Er schlägt zurück. Nein. Burrito. Du darfst. Ich, das war wie hier der Kaiser gekreist. Der Kaiser da oben. Und der macht jetzt mal ein bisschen Risiko. 2 auf den Bestigo und 2 auf den hier. Auf den Gor. Auf den Gor. Jawohl. Auf die 4. Jawohl. Der Gor hat nur einen 5er Safe. Oh Mann. Wir wollten den 4er sogar. Und auf den. Ja, nur noch gebufft. Auf den Bestigo. Ein. Auf die 4. Nein. Ach, Kaiser. Das war dünne. Dann der Chaoshund auf einen Musketenschütze. Hallo? Keiner. Dann greift der Liberator den an. Auf die 3. Einer, auf die 4. Ja! Auf den Gor. Der ist tot. Ui. Geht doch. Der zweite Tote der Pferde. Hier oben der Ungor. Jawoll. Bitte nicht. Jawoll. Das Schild vom Bart. Schild. Oh! Nein, der kriegt eine Wunde! Der kriegt eine Wunde! Jawohl! Du! Schwert auf den Todeswolf, auf die 5. Ja, auf die 5. Nein. Mach den zweiten noch hinterher, der zweite Muskete. Nein. Dann hier oben. Jetzt geht's auf den Kaiser. Ah. Du hast mit ihm schon gemacht, ne? Ich hab den Kaiser schon gemacht. Der darf noch. Ja. Yeah. Dann mach mit dem mal zuerst noch. Auf die 3. Und auf die 4. Der geht! Fünfer! Der tot! Geht. Stark! Stark gemacht! Okay, dann komme ich zum Kaiser. Das sind jetzt die letzten hier oben, ne? Nur der Kaiser. Okay, dann der Gor als erstes. Ein Attack auf die 4. Nein, der beste Gor. 2 Attacken auf die 4. Oh, nein! Hat noch keinmal getroffen. Nein, der ist ganz. Der Ungor da hinten. Nein! Oh, der Kaiser lebt! Passiert nichts. Hui, dann ist die Nahkampfrunde. Das war dein Turn. Vorüber, jawohl, das war mein Turn. Und jetzt kommt es in deine Runde. Ja, der Kaiser wirft sein Messer auf den 5. Auf den Ungor, jawohl. Ein Treffer. Auf die 4. Jawohl. Fliegt jetzt um, pass auf. Der Ungor stirbt von dem Wurfmesser. Nein. Oh Mann, ey, du safest nie und jetzt safest du. Weiterer Fernkampf. Nee, ich muss chargen, ne? Weiterer Fernkampf erstmal, die Musketen dürfen noch. Was haben die? 3, 4 aus? 4, 3. Dann machen wir es mal ein. Nö, nee. Der andere. Nö. Nee, ganz schlechter Fernkampf. Die wollen schlecht. Eigentlich nicht. Bewegungsphase, der Liberator, ja, 5 Zoll. Wie viele Ziele hast du noch zum Retten? 4. Schafft der Mann, schafft der Kaiser es noch 4 Imperiale zu retten. Jawohl. Der Charge ist aber hier. Der hat nämlich nur ein Leben. Der darf nicht sterben. Mhm. Und der zweite? Dann darfst du keinen noch peilen. Stimmt, der ist in 3 Zoll da. Okay, ja. Dann darfst du aktivieren zuerst. Okay. Komm, ich mach da auf den. Ja. Eine. Nee. Er hier, der Chaoshund auf den Liberator. Das ist ein Scherz, oder? Ich bin fies heute. Ey, das ist Power Gaming, was du machst. Auf die 4? Das ist auch Bestrafung. Zu Recht. Hier der Typi.
Der 2, ne? Ja, der 2 Attacken. 4-4? Jawohl. Los jetzt. Na. No. Ich habe jetzt gemacht, du. Ich habe gerade in dem yep. Spannertrainer. Der schlägt zurück auf ihn, auf die 5. Na. No. Dann machen wir jetzt den Liberator mit dem Einleben. Jawohl. Na, da. Guck mal hier gleich deine Würfel. Dabei. Und einer mit einem. Auf jetzt Hund auf die 6. Ja, mach's gut. Das ist schon dein 5. Kill. Gleich wird die Herde. Greift doch jetzt mal den Kaiser. Anfangen zu zittern. Nee, der Kaiser kommt jetzt dran. Und zwar der Gore hier oben. Auf den Kaiser. Mit einer Attacke auf die 4. Nein. Kaiser macht wieder Risky. Und zwar macht er 2 auf den Bestigo und 2 wieder auf den anderen. Okay. Erstmal auf den Bestigo? Ja. 1er Viewer wegen seiner Fente. Jawohl. Nee. Und auf den Gore? Einser Reroll durch Finte. Nein. Und auf die 4. Nein. Verdammt, der Kaiser schon 2 Runden nichts gerissen. Der beste Gore auf den Kaiser. Auf die 4. Ab eine. Jetzt habe ich mal einen getroffen. Unverwundet. Auf wen ist das? Das ist sogar Rentmius 1. Das heißt, der Kaiser, hat nun 6er Safety. Ist durch. Ja. Dann geht der Kaiser, verliert ein Leben. Oh, verdammt. Nur noch 4 Leben. Mit seinem T-Shirt. Mit seinem T-Shirt. Tanktop. Jetzt haben wir noch. Da hinten der Ungo darf noch. Auf ich den Kaiser. Was. Was hast du? Ich habe noch hier die 2 können Pai und ihn habe ich auch noch. Okay, ich mach kurz erst den Ungo da oben. Nein, weil es egal ist, jetzt sagst du. Das ist ein normaler. Ach, jedes Mal schaue ich den weg. Das ist ein normaler Guard, ne? Ja. 4-4. Mhm. Ha! Nicht schlecht. Gut. Beste Gurt ein 4er. Den macht er. Den macht er. Jedes Mal safe den. Das gibt's doch gar nicht. Kannst zusammenwürfeln. Stark. Doppel 1. Hier vorne der Bestigo auf den Guard. Hör doch auf. 2 Treffen. Und verwunden auf die 3. Eine. Run minus 1. 5er. Der Guard hat einen 4er Save. Macht er auch nicht. Der Manu verliert noch einen von denen, die er retten soll. Hier sind sie. Haben wir noch einen? Der Ungo darf noch. Der letzte. Ja. Auf die 5. Jawohl, auf die 4. Ja. Jawohl! 6er Safe. Ey! Ein Musketenschütze auch noch. Spannend. Ui, wir sind in der Phase oder zu von den wilden Tiermenschen. Es sind schon 5 Tiermenschen gestorben, sind noch zu wenige, bis die anfangen müssen, Moralwerttests hier abzulegen und eventuell die Flucht zu ergreifen. Momentan fühlen sie sich noch in der sicheren Oberhand hier, das Geschehen für sich zu entscheiden. Das sieht auch sehr gut aus für dich. In der Bewegungsphase haben die Ungo Raiders ein neues Ziel bekommen. Und zwar geht's um... Wo ist eine 4? Ne, einen haben wir schon umgebracht. Echt jetzt? Ja. Wer denn? Oder war der hinter dem Baum versteckt? Ja, der war hinter dem Baum. Ich hab noch keinen Ungo getötet. Sehr gut, hier ist er. Die Jungs fangen an. Er schießt von hier aus durch auf den Kaiser. Der Kaiser kriegt jetzt mal Prügel. Auf die 4. Nein. Der zweite Schütze schießt auf diesen Liberator hier. Auf die 4. Ja. Auf die 4. Ja. Brent? Nein. Steht. Steht mit der 4. Sehr stark. Und der letzte Schütze? Auch auf den Kaiser. Nein. Okay. Das war ein Satz mit X. Kein Fernkampfschaden. Nahkampfphase beginnt hier vorne. Das wird jetzt episch. Er macht sie jetzt auf den Bannerträger, der Ungo. Auf die 5. Nein. Dann bist du. Dann peilig. Ist der näher dran? Als wer? Als er? Nein. Er leistet nur Schützung, der Liberator. Ja, ja, der muss. Mhm. Jetzt hau den mal weg. Beide. Und treffen beide. Jawohl. 5er Safe. Der Ungo Raider, hier sind die beiden. Nee, das glaube ich nicht. Oh nee. Steht. Naja. Der Bestigor, der haut jetzt zurück. Fallt rein. Nein! Fallt rein, Bestigor. Auf die 4. Das kann nicht wahr sein. Sehr gut. Kaiser, teilt wieder der auf. Kaiser, jawohl. Risiko. Auf den Bestigor. Eins auf die wollen wegen Finte. Jawohl. Der haut den jetzt um. Eine. Schickelt. Bestigor auf die 4. Schickelt. Der ist tot. Jawohl. Der Bestigor. Kaiser hat umgebracht. Kaiser hat endlich mal einen umgebracht. Und den anderen. Eins haben wir wegen Finte.
Jawohl. Ja. Und auf die 4. Jawohl. Schildwurst vom Chor. Auch nicht. Kaiser rastet aus. Oh. Der da. Achso, der da. Das war natürlich ein starker Move, Kaiser. Ja. Sehr, sehr starker Move. Dann schlägt er hier zu auf den Musketenschützen. Auf die 5. Jawohl. Oh nein. Auf die 4. Ah, schade. Der schlägt. Zwei Attacken hat er, ne? Ich frag sie jedes Mal. Aber das ist der Champion, das ist der Einheit. Eine. Jawohl. Ja. Und hier auch ein 5er Safe. Auch nicht gemacht. Oh, jetzt wendet sich das Blatt, ihr Lieben. Jetzt hat der Kaiser, glaube ich, langsam die Oberhand gewonnen. Du bist mit dem Einheit. Ich habe noch den Gore oben. Der schlägt auf den Kaiser. Auf die 4. Auf die 4. Nein. Ich nehme den Pixar auf die 5. Nein. Was habe ich denn noch? Der Liberated oben hast du noch. Den unten nicht mehr? Hm. Die hast du beide gezählt, ne? Ja. Mach's gut. Gore. Nein, der steht. Stark. Dann haben wir Rundenende. Jetzt muss ich mal kurz zählen, ihr Lieben. 2, 4, 6, 7 haben wir verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stehen noch. Wir haben 50% verloren. Ich muss jetzt einen Moralwert-Test machen für die Ungo Raiders als erstes. Die Ungo Raiders haben Bravery 4, haben in der Runde aber keinen verloren. Das heißt, hier fiel einer. Einer ergreift die Flucht. Cool. Der Kerl, der hier oben steht, der haut ab. Dann müssen wir gucken. Bestigors haben wir auch einen verloren. Die haben Bravery 6. Da muss ich eins abziehen. Nein, die bleiben stehen. Und der Gore da oben, die haben auch einen Gore verloren. Sehr cool. Der ist auch weg. Echt jetzt? Der dreht sich um und ergreift die Flucht. Und verschwindet vom Schwachsinn. Kaiser seine Aura. Genau. Und der letzte ist noch der Ungor. Der hat auch nur ein 4er Safe. Einen verloren. 4er Ravy meinst du? 4er Ravy, einen verloren. Auf die 3. Jawohl. Der ergreift auch die Flucht. Hey, ich gewinne das Spiel nur, weil es Beastman sind. Ja, du gewinnst da drum, weil es Beastman sind. Ne? Wenn ihr mit Nörgeldämonen gekommen wärst, mit Ravy ziehen, wäre das nicht gekommen. Das stimmt vielleicht. So, jetzt ist der Kaiser frei. Der Kaiser ist frei. Aber du bist erstmal dran. Ne? Das war meine Runde, ne? Das war deine Runde, du bist gechargt. Ja. Nee, stopp, ich habe gerade geschossen. Ja? Ja, du bist dran. Jetzt wird aufgeräumt. Ja, dann bewegen wir uns mal. Jawohl. Mann, Perspektivwechsel näher an die Ungo Raider dran hier. Was mache ich mit dem? Gehe ich mit dem. Macht das Sinn? Kann ich mich auch mit dem verstecken? Du kannst mit dem auch abhauen, aber ich glaube, das ist nicht die Mentalität der Menschen. Nein! Fernkampf. Fernkampf, wer schießt? Ich schieße auf den Bestigor. Mit? Kaiser. Mit dem Kaiser, also mit dem Messer wirfst du. Eine. Ja. Hier liegt. Der geht jetzt. 6. Das heißt, das ist der Bestigor. Ein 4er Safe. Mit dem Messer. Hier. Einfach. Durch die geile Rüstung hier in die Schulter. In die Schulter oder an den Nacken rein. Und der Bestigor geht zu Boden. Du Schande. Jetzt hast du es aber jetzt im Griff. Jetzt schießt er auf. Den hier. Der Musketenschütze, ja, jawohl. 3, 4? 4, 3. 4? Nein. Charge. Charge-Phase, ja. Ja, probier den Charge. Ja. Mit einer 6. Und das nix. Nee. Okay. Der Kaiser. Der Kaiser muss. Nee, den 9, das reicht doch. Das reicht wirklich. Reicht. Der Kaiser ist drinne. Und der. Der Liberator. Jawohl. Nein. Ach doch, das reicht aber ganz sicher. Ganz, ganz sicher ist er drin. Ich vielleicht noch ein Glück. Und der imperiale Bannerträger. Der schafft's auch. Jetzt werden die Ungo Raiders aber hier aufgerieben. Okay, so. Nahkampf. Kaiserfänger. Mhm. Eins und zwei Stück. Eine viel dabei. Ein 6er Save für den Ungo Raider. Was er nicht schafft, er wird auch totgeschlagen. Und jetzt schlägt der Ungo Raider drüben zurück. Die haben sogar nur auf die 5, auf die 5. Treffer. Das wäre witzig gewesen. Okay. Zwei Attacken, 4. Jawohl. 4. Ja. Jawohl. Und ein 6er Safe. Nein, nicht geschafft. Das heißt, auch dieser Ungo Raider wird totgeschlagen. Und am Ende der Phase... Kann ich den Pein? Mit wem? Mit ihm? Liberator. Stimmt, dürfte es noch Pein, ne? Die kompetitive Spiel doch auch ein bisschen ja, raus. Ja, merkt man wieder, ne? Der Mann ist ein Profispieler. So. Auf die 3. Macht er mit einem. Auf die 4. Macht er mit einem. Der 6er Safe ist geschafft. Ah. Den hält er. Und dürfte zurückschlagen. Ja, der dürfte zurückschlagen. Zurück. Auf und die 5. Und dann schießt er weg. Nee.
Jetzt muss er erst einen Moralwert-Test machen am Ende der Runde, weil zwei seiner Kumpanen sind gestorben und er hat Bravery 4 und auf die 1 bleibt also, er stehen. Und er schießt jetzt in der Fernkampf auf mit seinem Einbolzen auf den Liberator, auf die 4. Nein, der Liberator darf als zweites zuhauen, deswegen der er zuerst. Oh ne, ist ja gar kein Treffer. Und der Liberator. Ja. Beide Treffer, keine Verwundung. Ende der Phase, der Ungo-Raider muss wieder testen auf die 4. Er bleibt stehen. Er hat viel im Sinn noch, muss man sagen. Ist es dein Zug? Ich schieße. Jawohl. Kaiser mit seinem Wurfmesser. Ja. Oh, er ist spezialisiert mit einem. Oh, den hält er mit einer 6. Hat er das Messer, was richtig angeflogen kam, weggeworfen? Nein. Nein. Charge. Wir chargen mit dem Imperialen. Ja. Mit einer 6. Und Kaiser. Und Kaiser. Kaiser mit einer 5 auch. Jawohl. Wer zuerst? Kaiser, weil es ist ja der Superheld. Boah, trifft mit drei Stück. Faust den Kurzschwert ein. Und nochmal auf die 6. Jetzt war es vorbei. Der Angriff der Beastman auf das Haus am Rand ist geschafft. Und der Kaiser so formiert sich mit seinen Kumpanen und Überlebenden. Wir haben einen Liberator, der noch volle Leben hat. Einen Liberator, der noch ein Leben hat. Wir haben einen Musketenschützen. Und den Champion der Guard-Einheit, der hielt sich ins Bannerzverträge, aber er ist der Einheiten-Champion, hat ebenfalls den Kampf überlebt. Es ist Abend. Ihr habt die Überlebenden, beziehungsweise die Überlebenden haben sich gesammelt und ihr habt alle Verstorbenen auf einen riesen Haufen gelegt, den Haufen angezündet und seht euch nun danach, den Abend ausklingen zu lassen. Das heißt, die Überlebenden, das war deine Aufgabe, es haben sogar zwei überlebt, feiern euch und freuen sich sehr, dass ihr angekommen seid, beglückwünschen euch und schütteln dem Kaiser die Hand. Zum ersten Mal eine positive Nachricht im Laufe des Tages für den Kaiser. Sigmar. Für Sigmar. Es ist jetzt ein Angebot von dem Überlebenden, weil der Champion der Einheit ist der Besitzer des Hauses. Das heißt, er lädt euch ein, bei ihm zu übernachten und würde euch auch mit Essen versorgen von dem, was sie im Tag gesammelt haben. Das heißt, ihr dürft jetzt dort übernachten und er würde in den Keller gehen und würde mal ein Geschenk suchen. Das heißt, du dürfst jetzt hier live 2W6 würfeln. Das wird ja richtig wuschig schon. War eine hohe Zahl, ja. Ein Pasch. Eine 10. Von dem Kellern hochgekommen, trägt er ein kleines, leichtes Kettenhemd, was er dir überreicht. Ah, ja. Und gibt dir durch einen 5er Rüstungswurf. Mach mal kurz hier rum. Halt mal die Kamera zu mir. Kleines. Jawohl! Ein leichtes Kettenhemd. Jetzt geht's ab. Für einen 5er Safe-Wurf. Das heißt, deine Stofffetzen legst du mit aufs Lagerfeuer. Ja, mein T-Shirt. Ihr speist gemütlich und lasst euch, wie gesagt, die ganze Anspannung nehmen. Ihr übernachtet hier, kommt gut gestärkt zurück. Die Gruppe wird hochgeheilt und beginnt den nächsten Tag wieder mit vollen Lebenspunkten. Jawohl. Und die beiden Überlebenden schließen sich deiner Gefolgschaft an. Geil. Jetzt geht's weiter. Nachdem der Morgen angefangen hat, die Sonne erstrahlt am Himmel, macht ihr euch auf den Weg zurück. Die Reise ist geplant und dauert normalerweise wieder auf dem Weg zurück, falls keine Feinde lauern, wieder 2-3 Stunden. Ihr packt euren Sachen zusammen. Viel hast du ja aktuell noch nicht, was ihr besitzt. Und die Gruppe aus diesen 5, dem Kaiser und seinen 4 Gefolgsleuten, gehen los. Der Weg ist der gleiche wie auf dem Hinweg, also kennt ihr euch bereits den Weg, deshalb ihr mit einem Schritt vorauseilt. Als ihr natürlich wieder an der Kreuzung angelangt, seht ihr über die Zweige hinweg zwei gegnerische Tiermenschen wieder am Rand stehen. Für euch liegt nun die Entscheidung nahe, möchtet ihr euch verstecken und anschleichen oder über den ganz normalen Weg herangehen. Ich würde mich tatsächlich mal verstecken und anschleichen. Dann eine Versteckungsprobe würfen, auf ein W6. Das muss ich schaffen. Zeige ich dir das Ergebnis dann. Eine 6 reicht sehr auf jeden Fall. Ja. Und ihr verklemmt euch durch die Äste hindurch und
Die Bäume stehen zwar alles äußerst eng und halten auch nicht so besonders gut, wie ihr seht. Und ihr versteckt euch in dem naheliegenden Waldstück. Hast du das eingeplant? Dass die Bäume umfallen? Nein, dass du dich verstecken schaffst? Ja. Ich hab's gehofft, dass du es schaffst, ja? Ja. Sagen. Als ihr euch in die Bäume hineinragt und hinter Bäumen, von Baum zu Baum angelt, könnt ihr durch die verschiedenen Zweige ein riesiges Heer erkennen, was den alten Ort, wo ihr vorher losgezogen seid und wo ihr die Überlebenden hinbringen solltet. Ach du Schande. Den Ort verwüstet hat. Was ist denn hier passiert? Da ihr nun selber nicht wisst, wo es lang geht, wo ihr hin sollt, wollt ihr natürlich erstmal den Ort zurück. Aber aktuell sieht es nicht möglich aus. Noch nachdem ihr 5 bis 7 Minuten lang das Heer beobachtet habt, was sich über unzähligen Anzahlen von verschiedensten Kreaturen des Waldreichs zusammensetzt, merkt ihr, dass die alle in eine Richtung gehen. Karnwald, einer der Überlebenden, sagt zu euch, die sind alle auf und ziehen Richtung Bornheim. Es sieht so aus, als ob die Tiermenschen einen Angriff auf die Stadt planen. Und ihr könnt auch verfolgen und wahrnehmen mit euren eigenen Augen, dass sich die ganze Herde in eine Richtung bewegt, und zwar durch den Ort hinweg. Jetzt habt ihr natürlich eine Entscheidung, was wollt ihr tun? Ihr seht vor euch zwei von den Ausgebliebenen, die vielleicht sowas wie Speer für das Heer darstellen. Und auf einmal seht ihr, dass sie euch erkannt haben und bewegen sich auf euch zu und richten ihren Blick an euch. Es ist unerträglich laut. Die Herde, so bezeichnet sogar diese Riesenansammlung an Tieren, gibt auch unfassbare Laute von sich. Sie brüllen, sie kreischen, sie schneiden sich scheinbar selbst auf und trinken ihr Blut. Scheinbar zelebrieren sie den Sieg über den Ort und huldigen sie es ihrem eigenen Gott. Doch als ihr euch wieder den Blick auf die Speere richtet, seht ihr, dass sie sich immer weiter auf euch zubewegen. Scheinbar haben sie etwas in den Gebüschen erkannt. Die Frage ist, versucht ihr weiter im Versteck zu bleiben oder nutzt ihr die Gelegenheit, von den Büschen herauszuspringen und auf die zwei Speer draufzuspringen? Ich mach das Zweite. Ihr bekommt einen Hinweis von einem eurer Kollegen. Und zwar sehen die da vorne ein riesiges Horn sehen, auf dem Weg stehen. Scheinbar ist das ein Alarmbereitschaftshorn, womit die Herde in eine Richtung gelenkt werden kann. Vielleicht haben die Speer gar nicht die Absicht, euch auszukundschaften, euch auszuschalten. Vielleicht haben sie die Aufgabe, Feinde auszukundschaften und dann die Herde zu alarmieren. Die bewegen sich immer weiter auf euch zu. Rausspringen, dann einen Test bitte mit 2 Würfeln. Ja, also ich springe raus. Einen Test, den schaffe ich. Eine 8. Das Herausspringen ist geschafft. Ja. Ihr seid schnell unterwegs, so schnell, dass sogar die Speer zusammen zucken. Der Überraschungsmoment ist klar auf eurer Seite. Ihr dürft in dieser Kampfphase beginnen. Bitte denkt daran, dass die Speer nicht die Absicht haben, gegen euch zu kämpfen, sonst nur darauf absehen, an das Horn zu gelangen. Das heißt? Deine Aufgabe ist es hier, die Speer auszuschalten, ohne dass die zum Horn kommen und die Herde alarmieren. Ja. Kann ich mich jetzt ganz normal bewegen? Du kannst dich ganz normal bewegen. Können wir kurz tauschen? Mhm. Der Sprung aus dem Gebüsch startet. So, dem gehen 3 Zahlen dran. Und Manu muss wieder mal sein taktisches und kompetitives Können unter Beweis stellen. Habe ich, wenn ich im Busch Sichtfeld zum Schießen? Ja. Habe ich. Ist nicht wie bei den Silvernet-Wellen. Ja, ich frage nur. Hätte sein können. Aber du hast plus 1 auf dem Safe, wenn du im Gelände stehst. Echt jetzt? Ja, klar. Okay, Bewegungsphase rum. Ich möchte gerne schießen. Okay, dann fang an. Er schmeißt sein Wurfmesser auf den. Jawohl. Auf die 4. Habe ich da eigentlich auch Find 1 er wiederholt? Nein. Okay. Find es nur im Nahkampf. Eine? Ja. Ja, ich treffe. Und er hat ein 4er Safe nicht geschafft. Dann ist der erste schon mal ausgeschaltet. Jawohl, der ist tot. Und der Moskete auf die 4? Jawohl. Nein. Nein. Dann darfst du chargen. Der Kaiser. Jawohl, der schafft's. Der Liberator. Eine schöne hohe Zahl. Eine 9. Oh, um die Kurve. Wieder alles um.
Dann probiert er Standartenträger. Mhm. Grobmotorik, ja. Standartenträger. Nein. Ui, der bleibt stehen. Der Musketenschütze. Mit der 4 auch. Und der Liberator. Ja. Der kommt mit einer 10, das reicht. Jetzt beginnt die Nahkampfphase. Ja, der Kaiser als erstes. Der Kaiser. 1 oder 2 zu ihm. Der geht jetzt auf die 4. Einsam zu rollen. Durch Finte. Jawohl. 2 auf die 4. Ja. Beide. Das war's für den. Der Kaiser wirft den ersten Wurfmesser tot. Ja, und den zweiten. Den zweiten wacht er mit seinem verrosteten Schwert, schaltet ihn direkt aus. Die Aufgabe hast du mal mit Bravour geschafft. Ja, übrigens, Kaiser, ja, 2 Erfahrungen. Das sind 2 Erfahrungspunkte und eben hat mir noch gar nicht erwähnt. Eben ist der Manuel schon auf Level 2 aufgegangen, weil er 7 Erfahrungen bekommen hatte. Und hat deswegen einen Lebenspunkt mehr bekommen. Das heißt, du bist jetzt bei 6 Leben und wieder 2 XP. Dann hast du natürlich es geschafft, dass die Späher nicht Alarm schlagen können, um das Heer. Die Aufmerksamkeit des Heers auf sich zu ziehen. Nachdem wir die Späher ausgeschaltet haben, wollt ihr natürlich mehr über das Dorf herausfinden und gucken, ob es nicht doch noch Überlebende gibt. Ihr schleicht euch an das nächste Waldstück heran und eure Leute folgen dir. Deine Leute folgen dir. Und als du den Blick auf das ganze geschehene Dorf werfen kannst, siehst du, dass alles brennt. Admiral Barlust. Die Armee, halb Mensch, halb Ziege, ist unterwegs. Alle Menschen, die vorher im Ort waren, liegen tot am Boden. Der Kopf vom Lord Admiral Barlust höchstpersönlich steckt auf einem Speer gespannt mitten auf der Straße. Es ist unerträglich, was für ein Gefühl dich durchjagt. Admiral Barlust war eine Kontaktperson, die du in der kurzen Zeit kennengelernt hast, die du zwar nicht lange kanntest, aber irgendwie auch eine persönliche Bindung schon zu hattest, weil du sonst keine einzigen Kontaktpersonen gerade kennst oder dich am Ende noch erinnern kannst. Zurück zum Geschehen zurück. Es ist auf jeden Fall ein ganz furchtbares Unterfangen, was sich hier ereignet hat. Wo soll die Reise jetzt hingehen? Euch fällt im Moment nichts Besseres ein, als an diesem Ort und Stelle zu verweilen, euch weiter zu verstecken und zu warten, bis die Herde vorangezogen ist. So, du bleibst jetzt da drin und die Herde zieht ab. Mhm. Nachdem sich die Herde wegbewegt hat, wagt der Kaiser einen Schritt nach vorne und seine Gruppe. Und die wollen natürlich jetzt das Dorf nach Überlebenden absuchen und eventuell gucken, ob sie noch jemanden versorgen können. Nachdem der Kaiser einen Schritt nach vorne macht, hört er auf einmal ein Geräusch. Und testet mit 2 Würfeln, was passiert. 9. Er hört ein Geräusch, was sich an ein Mampfen erinnert. Ein Mampfen und ein starkes und widerliches Kauen. Und gleich im Moment springt ein Drachenoger, der gerade dabei ist, einen Liberator zu zerfleischen, von der Seite in den Kampf. Und durch den hohen Reaktionswurf von Kaiser kann er den Sprung abwehren und ein neuer Kampf hier entfacht. Und in dieser Zugreihenfolge beginnt durch die hohe Wachsamkeit des Kaisers die Runde 1 für Kaiser und seine Gruppe. Der Kampf entfacht. Spielrunde für den Kaiser. Muss ich hier was abziehen? Über die Leichen kannst du so zulaufen. Dann bewege ich mich hier 3 Zoll dran, die Liberators. Nur bei einem Greif. Nee, mein Spaß. 3 und er 3. Schuss. Jawohl, der Drachenoger an sich hat 6 Lebenspunkte. Die Muskete, wo wollen wir würfeln? Lass uns hier drüben würfeln. Okay. Auf die 4. Jawohl. Grün und dann treffe ich gleich, ja. Nee. Dann nicht. Kaiser wirft sein Wurfmesser. Jawohl. 2 Treffer. Ja. Und beide. Safe-Wurf vom Drachenoger, 4er. Ein gemacht, einer durch. Dann geht er schon direkt auf 5 Lebenspunkte rum. Soll ich das machen? Ja. Der lebt auch nicht mehr. Nee. Dann Charge. Jawohl. Der Kaiser. Mhm. Oh, gerade so, gut, dass ich mich noch bewegt habe. Der kommt rein, der Kaiser. Der Liberator. Jawohl. Ja. Der andere Liberator. Ja. Gut, dass ich die bewegt habe. Da werden 2 nicht reinkommen. Und der Bannerträger. Der ist auch drin. Der ist auch drin. Und wer beginnt den Kampf? Der Kaiser. Der Kaiser schlägt zu. Der richtige Mann muss natürlich auch nach vorne gehen. Ja klar. Auf die 4.
Eier. Auf die vier. Eine. Eine ohne Rent macht ein Vierer für den Drachenoger. Der macht ihn. Und du teilst jetzt auf. Ich zahle 2-2-2 bei den Liberators weg und den Kammerträger. Eine Attacke noch bitte. Dann dürfen noch. Ja. Und zwar, wir gehen mit den paar uralten Waffen. Das ist die bewaffnete Drachenoger mit allen 6 Attacken auf diesen Liberator hier. Das sind 6 Attacken auf die 3, auf die 3. Von denen nur 2 macht. Oh, der ist nicht warm. Der ist noch nicht warm. 2 Stück sind aber durch, kein Rent. Dann habe ich eine Viererhose. Mhm. Die mache ich jetzt. Das Schild von Sigma, Junge! Wahnsinn! Sigma-Schild steht, die Vorderklauen. Das sind die beiden Beinchen noch im Drachenauge. Die gehen auf den gleichen. 2 Attacken auf die 4, auf die 4. Keine. Weißt du, was der gedacht hat? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Hat hier vorne gerufen. Ist das wirklich alles? So, der steht zu. Auf der Liberator? Nee, das war der hier. Ja, der Guard. Dann der Liberator. Auf die 3. Ja, hoppala, auf die 4 und trifft mit beiden, sein Kompagnon. Auf, beide durch, oh, der Drachenruhe, das geht ganz übel aus. Das glaube ich aber auch. Das war. Und der andere. Jawohl. Ja. Auch beide. Auch ein. Bin zufrieden. Auf die 4, schon wieder durch. Nur noch 2 Lebenspunkte für den Drachenoger. Das war alles, oder? Ja. Check neue auf. Kampfrunde. Der Drachenoger sieht diesmal auf diesen Liberator ab hier. Und er schlägt wieder mit allen 6 Attacken auf den Liberator. Jetzt fällt einer. Der Liberator, den will er haben. Auf die 3. Schon wieder nur 3. Das ist nicht seine Stärke hier, auf die Liberator hauen. Und nochmal auf die 3. Alle 3. Liberator. Aber gehen tut er nicht. Auf die 4. 1er Reroll. Da hat er einen Liberator umgerissen und die 2 Vorderklauen hier, ja, die gehen auf den nächsten Liberator. Ja. Auf die 4. Keine. Ach, schade. Der Kaiser greift an. Der Kaiser schlägt zu. Der beendet das jetzt und streckt ihn wieder auf die 4. 1er wiederholen wegen Finte. Ja, 3. Auf die 4. 2 Stück. Hier. Oh. Ah, noch ein Lebenspunkt. Ja. Du hast ja schon gemacht, ne? Ich hab's gemacht. Der Liberator? Jawohl. Auf die 3? Jawohl. Auf die 4? Jo. Drachenoger? Bam! Oh, das war's. Der Drachenoger wird nach hinten geschlagen, baumelt und fällt um und liegt reglos am Boden. Die 3 tödlich fürs Umfallen. Wie der Riese. Leider musste der Kaiser, der dachte, das ist ein Selbstläufer, hier am Ende wohl doch noch einen großen Verlust hinnehmen. Leider ja. Dass der Liberator gestorben ist. Tja. Kam nicht so gut an. Und auf einmal seht ihr alle... Jetzt gleich. Steh auf, mein Held. Steh auf. Wieder aufstehen lassen. Und das Dorf bleibt so zurück, wie es die Herde verlassen hat. Alle sind tot. Alles ist ausgeschaltet. Und jetzt stellt sich die große Frage. Wie wird Kaiser von Brecht sich nun orientieren? Verfolgt er die Horde? Versucht er irgendwie den Nachschub abzugreifen? Oder versucht er in einem schnellen Vormarsch nach Bornheim zu gelangen, um die Stadt zu warnen, was da für eine Herde auf sie zukommt? Ich kann alles, eins von den 3 aussuchen. Du kannst eins von den 3 aussuchen. Boah, ist das schwer. Ich kappe die Horde, also die Verfolgung, also das, ihr Nachkommen. Die Nachkommen abkappen. Mhm. Alles klar. Und da also Kaiser nun die Entscheidung gefällt hat, erstmal zu schauen, die Verstärkung abzukappen, bewegt er sich Richtung Osten. Wir sind hier spiegelverkehrt. Für euch sieht es nach Westen aus, aber das Spielfeld war andersrum aufgebaut. Und sucht im Osten den Stützpunkt der Beastmen, der Tiermenschen, und versucht die Nachfolger der Herde weiter Unterstützung von dem brachialen Angriff zu stoppen und zu untermauern. Und das sehen wir dann im nächsten Teil vom nächsten Akt. Hallo! Postgame passt jetzt nicht so richtig, weil es ist eigentlich keine Postgame zu einem Schlachtbericht oder zum Spiel, aber einfach in dem Sinne, weil wir nur kurz zusammenfassen wollen, was wie uns jetzt dabei gefühlt haben. Der Kaiser hat seinen ersten Akt geschafft. Der Kaiser hat den ersten Akt und überlebt. Ohne Wunden, volle Leben, ist er zurückgegangen. Ja. Schon stark. 4 Attacken macht schon viel aus. Wegen ein Lebensmodell.
Man muss jetzt sagen, sowas ist man eigentlich gar nicht mehr gewöhnt bei AOS, ne? Dass irgendeiner auf die 4 hittet, auf die 4 verwundet oder Dinge so. Das ist ein Schrottprofil. Ne? Aber wenn man mal zurückdenkt, vor 4-5 Jahren, als AOS angefangen hat, waren das so Standardwerte. Ne? Die hatten alle. Jeder Speerträger hatte immer 4-4 so. War eigentlich wirklich Standard. Da hat man sich gar nicht geärgert, dass man nur auf die 4 hittet, sondern war so, ja, 4 ist in Ordnung, so ist keine 5. Also, wenn man sich jetzt so viele anguckt, dann, was nur eine 4, was soll ich denn damit machen? Bringt ja nichts um. Aber schon, man sieht, man muss halt öfter würfeln jetzt letztendlich, aber auch die bringen was um. Also, okay, ich hatte einmal bei diesem längeren Kampf beim Haus gedacht, wenn sich das jetzt noch ein paar Runden streckt, dass keiner einen umbringt, weil die auf die 5. treffen und so. Aber Zeit ist ja für dich gut eigentlich, oder? Weil du kannst dann mehr schießen. Ich kann mehr schießen, genau. Die Bogenschützen, die machen da schon was auf. Ja, also was mir viel geholfen hat, war auf jeden Fall, dass ein paar geflohen sind. Das war aber auch anfangs auch meine Idee, dass du eigentlich eine größere Herde vor dir hast und eine größere Gegnermenge. Und die Tiermenschen, dafür sind sie ja eigentlich auch bekannt, dass sie auch ängstlich sind. Ne? Und wenn man davon sieht oder die sehen, die Kumpanen fallen, dass sie halt einfach die Flucht ergreifen. Das ist ja auch bei Age of Sigmar auch so. Sieht man ja auch so, dass die Bravery ihre große Schwäche ist. Und das sollte sich im Spiel jetzt auch so abzeichnen, wenn die Überfall planen und du hast die Hälfte deiner Leute verloren, mit denen du den Überfall gemacht hast, dann ist ja klar, dass das irgendwo auch psychologisch mit dir was macht. Und das ist bei den Tiermenschen halt ganz schnell der Fall mit ihrem Mut 4. War eigentlich ganz witzig, dass man dann gesehen hat, wie viele auch wirklich weggelaufen sind. So, das war auch echt, es hat gut funktioniert. Also ist so, wie du es vorgestellt hast? Vom allen Ablauf her schon. Wo ich mir ein bisschen unsicher bin, ist, wie viel liest man vor, wie viel versuche ich selber im Stegreif noch zu erzählen oder dabei zu reden. Oft fallen mir auch immer nicht die richtigen Wörter ein, glaube ich, wenn ich das so vortrage. Ich bin auch kein klassischer Rollenspieler, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch geschrieben, außer jetzt irgendwelche fürs Studium bearbeiten, so, aber ist jetzt nicht vergleichbar. Falls das natürlich irgendwie ein bisschen komisch wirkt oder so, dann ich muss auf jeden Fall sehr dran arbeiten noch oder das einfach ein bisschen öfter machen, dass ich ja vielleicht Routine für habe. Das kann ich jetzt nicht richtig beurteilen. Vom Gefühl her, in manchen Situationen wäre es noch besser gewesen, wenn ich noch mehr aufgeschrieben hätte. Dann hätte ich noch mehr vorlesen können. Es ist aber so schon 8 Seiten gewesen, die ich da geschrieben habe. aber vielleicht das fürs nächste Mal einfach noch viel mehr aufzuschreiben. Weil wenn man ablesen kann, ist das einfacher, als wenn man was selber sagen muss. Ne? Das habe ich auf jeden Fall jetzt hier schon mal gelernt. Aber so von dem, wie der Ablauf war, von den gegnerischen Stärken, das war eigentlich immer cool, weil eigentlich hast du immer gedacht, boah krass, wie soll ich denn das schaffen? Und also ich war einmal wirklich kurz davor, das geht in die Hose. Das geht in die Hose, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe gehofft, dass es auf keinen Fall passiert. Es ist auch ganz schwierig abzustimmen, weil die Würfel spielen so eine große Rolle. Ja. Gerade bei diesen Faktoren. Hast du gesehen, bei den die 2 Spätträger, die waren ruckzuck weg. Ja. Kaiser hat einmal einen kurzen Prozess gemacht. Aber vorher hat der Kaiser 3 Runden drauf geknüppelt und ist gar nichts passiert. Gar nichts gemacht. Ja. Das war ganz gut. Aber als ich angefangen habe und habe den Ungo-Raider auf dich geschossen, einer tot. Ich glaube, es sind 2 gestorben in der Fernkampfphase. Ich so, und dann noch einer Nahkampf. Und ich denke, in der ersten Runde 3 Stück. Das war sportlich. Und der Kaiser steht dann 2 Runden da drin. Nicht viele. Witzig war, wenn alle gestorben wären von denen, dann hättest du die Flucht ergriffen. Dann wäre die abgehauen, weil die hat nichts mehr zu holen. Mhm. Dann wäre die gegangen. Und hättest die ganze Erfahrung nicht gekriegt, hättest du die Rüstung nicht gefunden und so. Hat aber geschafft, der Kaiser hat geregelt. Genau das. Cool. Also, ich muss eigentlich sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder. Bin gespannt auf die 2. Und so ein Spiel hat ja natürlich mächtig Potenzial. Hat mächtig du Potenzial. Du kannst da ja Freiheiten haben ohne Ende. Klar, ist das alles fiktiv. Ne? Alles, was wir hier machen, haben wir selber ausgedacht. Ne? Das ist jetzt wir verfolgen da keinen offiziellen Plan, es gibt alles, was wir machen, das ist einfach eine eigene Geschichte von uns, die wir euch erzählen, die wir spielen. Manu erlebt irgendwas und ihr dürft immer den Manu begleiten. So, das war eigentlich der Sinn und Zweck davon. Also, und klar, wir haben sehr viel Potenzial, wir haben sehr, sehr viel Kreativität. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe immer ich nenne es einfach mal eine Kampagne, die ist immer aus mehreren Akts bestehen, mir eine überlegt, das ist jetzt die erste, die spielen wir jetzt und die nächsten Akte, die du spielen kannst, die existieren so schon ungefähr dokumentiert, was da passieren kann. Aber der Manuel hat immer trotzdem die Möglichkeit, nachdem ein Akt vorbei ist, vielleicht nicht nach jedem, aber in manchen auf jeden Fall, heute war es auf jeden Fall der Fall,
eine Entscheidung zu fällen, wohin seine Reise jetzt selber geht. Und dann entwickelt sich das Spiel eben jetzt angepasst zu deiner Entscheidung weiter. Und dann kann es natürlich passieren, dass irgendwelche Missionen, die ich mir gedacht hatte, jetzt nicht gespielt werden können oder werden nicht gespielt, weil du eben einen anderen Weg gewählt hast. Und dann, das ist immer das Coole daran eigentlich, weil du jetzt auch dann entscheiden kannst, auf was passt mir zu dir oder was finde ich cool. Auch wie er sich weiterentwickeln kann. Er ist jetzt eine Stufe aufgestiegen, das heißt, er hat einen Lebensfußball mehr bekommen, aber er hat jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht kennt man es auch anderen Rollenspielen ja auch, wenn man Stufen aufsteigt, kann man irgendwie ein Talent wählen, das ist glaube ich bei WoW oder so der Fall. Ich glaube bei Diablo kann man auch irgendwie Skills verbessern oder so. Ich werde dann bald zum Paladin, das weiß ich doch. Zum Paladin. Und dann hebe ich meinen Liberator auf. Und dann sind wir da. Mit einem Leben kann er wieder aufstehen. Ja? Ein Power-Retz. Ein schöner Retz und dann steht da eine Liberator wieder. Das ist meine Zukunftsvorstellung. Kann alles sein, ob du dann einen Weg wählst, dass du, weiß ich, so ein Sigma-Priester werden willst, ob du ein Zauberer werden willst, ob du mehr auf Fernkampf nachkommst. Weißt du was? Wenn das so geil ist, dann verändere ich auch die Figur. Echt? Ja, dann hole ich nochmal eine Figur und mal den anders an. Ja, das kriegen wir dann beide. Das glaube ich, das auf jeden Fall so machen. Ja. Ist auf jeden Fall viel geplant. Wir wollen auch nicht alles verraten. Ne? Es gibt auch viel Potenzial. Und das Coole ist, egal was ihr immer seht, was passiert oder welche Entscheidungsmöglichkeiten der Manuel hat, die halten wir euch natürlich nicht vor. Das heißt, alle Entscheidungen, die der Manuel fällt, die fällt ihr halt live immer auf der Kamera und dann könnt ihr auch immer sehen, was zur Auswahl stand, für was wurde sich entschieden, was passiert dadurch. Also haben wir einen eigenen Weg, den der Kaiser geht. Und das Wort muss ich mich echt sehr gewöhnen. Kaiser fand recht. Ja. Der wird bestimmt mehr jetzt. Der kommt bestimmt. Der wird jetzt sehr populär. Pass auf, morgen haben ganz viele den Kaiser bestellt. Quatsch. So viel erstmal dazu. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall für uns zu wissen, wie ist das jetzt euch ergangen? Klar, ihr wisst, wir haben das jetzt gespielt und das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Ja, es ist narrativ, klar, es soll erzählerisch sein, es ist rollenspielmäßig angehaucht. Im Fokus steht trotzdem irgendwo das Spielen noch. Ne? Wir würfeln trotzdem noch, wir wollen die Würfel auch nicht weglassen, weil das ja auch ja, dieser Reiz ist. So, ne? Das muss auf jeden Fall beibehalten. Dafür sind wir trotzdem noch Tabletopper, die sowas betreiben. Oder 4/6 gewürfelt hast, da wäre fast umgefallen. Das macht doch Spaß, ne? Mitzufiebern und den Manuel zu erleben, wie kritisch es ist. Schafft er es nicht. Und, aber ich sag mal, solche Sachen wie Überlebende retten oder einen Typ killen, bevor er zum Horn rennt. Solche Aufgaben wird es auf jeden Fall immer wieder in anderen Variationen jetzt geben. Es ist nicht klassisch, töte den, mach den tot, sondern immer so Nebenaufgaben wie... Sammle 5 Äpfel. Töte die 3 Wildschweine bei Goldhain. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es auch wichtig, von euch natürlich zu wissen, wie fühlt sich das an für jemanden, der nicht mitspielt, sondern nur zuguckt. Ist das spannend, das zu verfolgen? Ist das spaßig, das mitzuerleben? Ist das aufregend? Ist dieser Rollenspielcharakter cool rübergekommen? Auch wie wir das, wir haben es ja auch zum ersten Mal so gemacht mit der Kamera, indem wir versuchen, das Bild aufzunehmen, bewegen die Figuren, erzählen dabei, ist dieser Aspekt gelungen? Sollen wir aber lieber was verzichten und nur die anderen Sachen machen? Das ist eigentlich ganz cool zu wissen, ob wir das so machen, dass es spaßig ist zu gucken oder ähnlich. Oder wenn was, ja, was und was vielleicht nicht. Das habe ich 10-mal was gesagt. Also was cool ist, was nicht so cool ist. Das wäre vielleicht nicht schlecht für uns, gerade für die Zukunft oder im Hinblick auf die Zukunft zu wissen, was können wir anders machen, besser machen. Dafür ist es ja eigentlich immer wichtig, weil wir machen das größtenteils für euch alle da draußen, damit ihr sowas euch angucken könnt und Spaß habt damit. Und es ist ja mal was Neues. Gibt's ja und es ist was Neues. Diese Kritik also, dass Mini Paradise... Oh, warte mal, jetzt muss ich mal auf. So. Nur komparatives Tabletop betreibt, würde ich mir das wieder belegen wollen, weil jetzt haben wir uns mal diese Ratschläge angenommen oder sagen wir mal diesen Hinweis, dass es sowas nicht gibt und haben es aufgegriffen, versuchen es jetzt auch mal umzusetzen und ein paar coole Sachen dafür auch zu machen, die jetzt nicht nur reingucken, Listen maximieren und so weiter. Davon gibt es auch wieder bald mehr, keine Sorge. Aber das bleibt jetzt erstmal unsere Reihe, narratives Spielen für eine Kampagne. Wissen wir noch nicht genau, auf jeden Fall geht es um Kaiser von Brecht, der von Manu gespielt wird. Und wir gucken uns seine Reise im nächsten Teil an. Viel Spaß. Ciao. Ups, nicht viel Spaß. Tschüss. Tschüss.